Moin und willkommen zurück zu The Night of the Rebel, die Nacht des Häschens. Und ich versuche immer noch das Fahrrad freizukriegen. Ich habe es mit dem Kaffee versucht. Aber irgendwie scheint das nicht zu klappen, weil... Was sagt der Jerry da nochmal? Wenn das da auch noch festfriert, kriegen wir das Rad gar nicht mehr frei. Oh nein, dann lieber nicht. Okay. Womit kriege ich das denn jetzt hin? Ich brauche auf jeden Fall was Heißes. Das ist ja mit kaltem Kaffee. Ach, der Kaffee ist kalt geworden. Mach keinen Driss. Ich dachte, er bleibt die ganze Zeit heiß. Becher leeren? Jetzt ist mein... So, jetzt haben wir nochmal neuen Kaffee rein. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. So, jetzt aber. Heißen Kaffee. Heißer Kaffee. Und ich bin wieder rausgeschoppt. Mist. Ah, jetzt bin ich ja falsch rumgelatscht. Heißer Kaffee. Also das mit dem Rausploppen mit dem Fenster ist echt blöd gemacht. Mein Kaffee ist abgekühlt. Das könnte das Problem sein. Wie halte ich den Kaffee warm? Kann ich ihn im Beutel? Das braucht keinen. Fass hält er auch nicht warm. Einmal heißer Kaffee. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Oder wir gehen den kürzen Weg. Vielleicht können wir damit ein bisschen Zeit sparen. Haha, der ist noch heiß. Einmal Anjas brühend heißer Kaffee. Oh, willst du den wirklich weggießen? Anjas Kaffee ist weltberühmt und so lecker. Quack. Vielleicht können wir damit dein Rad losbekommen. Ach so? Na dann, worauf wartest du noch? Ja, gucke mal. Es hat geklappt. Siehst du, Plato? Danke, Jerry. Jetzt kann ich mich endlich wieder in den Sattel schwingen und die Post ausliefern. Ich habe gehört, du möchtest Einladungen verschicken. Ja, richtig. Ja, ich soll Einladungen zum Wittelfest verschicken an alle Einwohner von Mauswald. Ja? Das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Ich warte hier auf dich. Bring mir deine Einladungen und ich werde sie für dich verteilen. Danke, Plato. Nein, nein, ich danke dir. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Fremder anderen hilft. Du bist ein echter Baumläufer. Quack. Quack. So, jetzt haben wir doch alles, oder? Ah ne, wir müssen ihm den Post noch geben. Kannst du das für mich ausliefern? Das sind ganz schön viele Einladungen. Aber Freunde helfen einander. Und du hast mir schon mehr als einmal geholfen. Quack.
dann fahre ich mal besser los. Es gibt viel zu tun. Ein einzelner Hüpfer, sag ich immer, ist nicht so schwer. Und viele Hüpfer zusammen können dich überall hinbringen. Aber wir können auch mein Fahrrad nehmen. Dein Fahrrad? Klar. Wenn du schneller durch Mauswald und Umgebung reisen willst, dann ruf mich einfach. Dann nehme ich dich auf meinem Postrad mit. Benutze einfach diesen Knackfrosch mit einem der goldenen Posthörner, die überall im Mauswald stehen. Wenn du mal in Eile bist, lasse seinen legendären Klang ertönen. Dann komme ich mit meinem treuen Rad angeflogen und bringe dich, wohin du willst. Angeflogen? Angeradelt, meine ich. Wow, danke. Das mache ich aber nicht für jeden. Also erzähl's nicht rum. Alles gut. Und wohin möchtest du jetzt? Oh, hey! Hallo, Jerry. Na, wohin soll es gehen? Ah, jetzt können wir uns das aussuchen. Das ist ja cool. Hier ist der Typ aber auch weg, ne? Wir wollen, wir haben die Einladung, wir gehen zum Marquis. Auf geht's! Halt dich fest, Jerry. Bis später. Wäre so super gewesen, den mal auf dem Rad zu sehen. Marquis, ich bin fertig. Jerry, du hast die Einladungen verschickt und Blausaft bestellt. Ja. Dabei hast du einen Zwerg geheilt. Richtig. Die kleine Ursula gerettet. Hoffe ich. Und vieles andere erlebt. Sowas von. Du entwickelst dich für wahr zu einem echten Baumläufer. Nun werden wir mit dem magischen Teil deiner Ausbildung beginnen. Und dann folgt das Wipfelfest. Wir freuen uns auf Blausaft. Also beeile dich mit der Ausbildung, du Grünschnabel. Seit ich denken kann, ist das Wipfelfest eine Festivität, die wir einmal im Jahr ausrichten. Uhu. Und bei dem wir Hilfsbereitschaft, Familie und Mut feiern. Und Magie ist da gar nicht im Spiel. Ach nein? Vorwärts, junger Haselnuss. Was ist das hier für ein Ort? Die Halle der Schüler. Ein lebender Ort, aus Magie geschaffen. Versteckt zwischen zwei Augenblicken. Aber soll das hier so kalt sein? Ich spüre es auch. Es scheint, als sei seit viel zu langer Zeit niemand hier gewesen. Und schon in Mauswald erinnerte sich kaum jemand an uns, nur die Alten. Wie lange waren sie nicht mehr hier? Zu lange, wie es scheint. Macht Jerry da. Es ist an uns, die Tradition am Leben zu erhalten. Die Halle der Schüler ist ein Ort des Übergangs. Hier wird heute deine Ausbildung beginnen. Und hier wird sie enden. Mhm. Alles geschieht im Schutz des ersten Baumes. Der erste Baum? Ist das der hier? Dies ist nur eine Statue. Der erste Baum ist der älteste Baum dieser Region. Er wacht über den Wald, über die Portalbäume. Er hält diese Welt zusammen. Bäume wie er sind so alt, dass sie schon in anderen Sphären existieren. Ihre Wurzeln reichen bis in Träume. Bis in die Fantasie. Und wo ist der erste Baum? In deinen Träumen hast du ihn vielleicht schon besucht. Doch die Lichtung, auf der er steht, ist verborgen. Die Wege, die dorthin führen, versteckt. Wie dieser Raum. Wenn deine Ausbildung vorüber ist, werde ich dich auf die Lichtung führen. So will es die Tradition. Doch zunächst musst du deine Ausbildung erst absolvieren. Und dazu... Dazu müssen wir dieses Ding in Gang bringen. Der erste Baum. Ah, da geht schon los. Wieso klemmt das alles? Weil es verzogen ist und anscheinend kaputt aussieht. Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Wie viele Jahre das auch immer her ist. Ach, jetzt läufst du auch noch rum. Irgendetwas stimmt doch nicht. Nee, bin ich auch nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Ist wirklich so viel Zeit vergangen? Ja.
Das ist echt... Aber das heißt ja... Wahnsinn. Allein das mit den Einladungen... Nein. Bis wir den Blaubeerensaft bestellen konnten und Anja hat ja die Kuchen... Ja, hat die Kuchen ja direkt gemacht. Aber nein. Aber wäre mir nicht jetzt nochmal eingefallen mit dem Begabt, mit der Musik, mit dem Knirps... Nichts ist unmöglich. Und mit dem Kaffee, dass der kalt geworden ist. Wir müssen uns beeilen. Das sind diese Hinweise, diese Kleinigkeiten, auf die man unbedingt achten muss. Ich meine, ich spiele auch schon seit längerer Zeit Adventure, ne? Ich weiß noch, wie ich damals mit meinem Vater zusammen am PC... The Day of the Tentacle, der hat damals die... Wieso klemmt das alles? Der hatte damals nicht so gut, und zwar lag das bei so einer Zeit... Letztes Mal war sie doch noch in Ordnung. Ich weiß. Das lag bei einer Zeitschrift dabei. Und dann haben wir zusammen mit der... Haben wir erstmal so gespielt. Und immer erst, wenn man nicht weiterkam, dann hat mein Vater immer erst in die Lösung reingeguckt. Du musst das machen, hat die dann wieder weggelegt. So viel und dann haben wir weitergespielt. Nee, ich versuche das ja hauptsächlich hier komplett ohne so Lösung zu spielen. Ne? Dadurch wird sich das Let's Play, denke ich mal, ein bisschen in die Länge ziehen, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ich meine, dadurch fallen diese ganzen Kleinigkeiten auf. Ne? Genauso wie Sam und Max. Oh, da habe ich Sam und Max den ersten Teil geliebt. Was ich aber noch spielen wollte, ist vielleicht Deponia. Das habe ich selber noch nicht gespielt. Wir müssen uns beeilen. Aber schauen wir mal, ich will jetzt nicht lange diskutieren, ne? Es geht sich ja immer noch um The Night of the Rabbit, bevor ich mich jetzt hier verquatsche. Wir müssen jetzt das... der Grid irgendwie reparieren. Halbkugel, Kreisbahn. Keine Ahnung, was das ist, aber es gibt zwei davon. Das gehört bestimmt zu dieser Maschine. Ich denke, können wir das zusammentun? Das passt nicht ganz. Achso, da ist sie voll. So. Aber ich denke mal, dass das zusammen gehört. Halbkugel, Metallteil. Das passt nicht ganz. Okay. Das passt nicht. Ja, ich weiß. Okay. So kriege ich die Kugel nicht frei. Gar nicht mal schlecht. Aber das Ding läuft immer noch nicht. Ja, beruhig dich, ich bin da dran. So. Aha. Aber jetzt lass mich mal weitermachen. Ja, du kommst ja anscheinend nicht weiter, deswegen muss ich dir ja helfen. Wieso klemmt das alles? Letztes Mal war sie doch das noch in Ordnung. Sieht doch schon besser aus. Aber irgendwas fehlt noch. Was habe ich denn? Können wir vielleicht mit dem Nagel irgendwo was anfangen? Etwas stimmt doch nicht. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Ja, das sieht schon etwas älter aus. So kriege ich die Kugel nicht. Vielleicht mit dem Haar? Da muss man nichts abzapfen. Nix. Was ist denn... Das ist so magnetisch. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Das ist unmöglich. Mal sehen, ob das so leicht ist wie Kleingeld aus Gullis Angeln. Na, guck mal. Hat geklappt. Jetzt haben wir mal die Kugel. Und ich denke mal, die können wir jetzt hier oben drauf tun, oder? Yeah. Sehr gut gemacht. Diese elektromagische Apparatur ist dem Zeitfluss entkoppelt. Sie verarbeitet Informationen aus Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Und druckt diese in Bildern auf Karten, gepresst aus dem Laub von Portalen. Da. Darf ich sie nehmen? Natürlich. Was ist denn das? Ach, da gibt's Bilder, ne? Diese 16 Karten können dir schon jetzt viel über deine Ausbildung sagen, wenn du sie zu lesen verstehst. Doch mit diesen Karten ist es wie mit Träumen. Ein jeder kann sie selbst am besten deuten.
Maschine. Ungewöhnlich. Eine weitere Karte. Was zeigt sie? Mich? Das bin ja ich. Äußerst ungewöhnlich. Was mag das nur zu bedeuten haben? Huch. Wer ist das denn? Da schwebt wer. Das ist ein Geist. Ein Geist, Jerry? Ich glaube nicht. Ein Hoshi. Oder hast du deinen Körper nun schon für immer hinter dir gelassen, Magier von Mauswald? Ich kann fühlen, wie nicht weit von hier mein Bein einschlägt. Also nein, ich scheine ihm die Treue zu halten. Auch wenn er alt wird und seine Narben zwicken. Sag mir, Maki, wie bist du entkommen? Entkommen, Magier? Ich bringe einen Schüler. Ich freue mich, dich zu sehen und diese Halle der Schüler geschützt zu wissen. Du bringst also einen Schüler. Mhm. Sag ihm, er soll mich in meinem Haus aufsuchen. Was will der schwebende Mann denn von mir? Er ist der Hüter der Portale. Deine Ausbildung beginnt. Nimm den Schlüssel, Jerry. Du musst den Magier von Mauswald aufsuchen. Wahrscheinlich wird es nicht einfach werden, ihn zu wecken. Doch bald darauf wirst du deinen ersten Zauber erlernen. Sie sind zurück. Uhu. Suche das Schloss zu dem Schlüssel, den der Geist in der Halle der Schüler verloren hat. Hinter der Tür wirst du einen alten Freund von mir treffen. Auf bald. Auf bald? Was war das denn für einer? Der Schützer der Portale. Ich möchte mir gerne die anderen Karten mal an... Hä? Was sind denn die Karten, die ich aufgehoben habe? Bonussammlung? Sticker, Videos, Quartett? Sticker? Anjas Kramkäfer. Nein. Quartett? Was sind das, die 4, 8, 12, 16, 17, 18? Ach doch, ich glaube, das sind die Bilder hier, ne? Warte mal. Ja, das sind die Bilder. Der Sohn. Achso, die anderen sind noch verstrichen, weil ich die nicht habe. Ah. Starke Wille, der Herrscher der Meere. In dunkelster Zeit strahlen sie am hellsten. Zwischen Pfad und Rinde leise vibrieren. Ah, das ist der Baumstamm, wo wir waren. Far, far away, weit, weit weg. So kalt und warm. Das ist der Frosch. Der Felsen, wo wir waren. Das ist der Hase, das müssen wir sein. Und das ist ein schreiender, ein Gesicht, was schreit aus dem Portal. Das sind die Kristalle, wo jemand in meinen Augen gefangen ist. Zwischen Pfad und Rinde, samt schlafend. Zu Hause ist, wo das Herz wohnt. Da haben wir noch gar keine Bilder. Einer zwischen grünen Gräsern. Kein Missverständnis. Das ist der Kobold. Das ist das Gesicht, was wir an der Tür gesehen haben. Da, wo die die Familie Kirschmaus ist. Das ist auch da, wo die Familie Kirschhaus ist.
Das müsste der Turm sein, vielleicht? Den hab ich noch nicht so ganz. Den weiß ich, wer das ist. Das müsste der im Wald sein. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Fest der Freude steht bevor. Das müsste unser Fest sein, denke ich mal. Weiter. Und jetzt müssen wir den Hoshi finden, der die Portale beschützt. Was hat er gesagt? In deinem Bauch? Ich hab doch einen Schlüssel. Der erinnert mich an eine Tür, die ich gesehen habe. Aber wo war die? Zurück. Die Tür mit dem Riesen, was ich ja gesagt habe, bei dem Igel. Da. Ist ja so riesig, der Typ. In Luft aufgelöst. Aber die Tür ist jetzt offen. Was ist das denn hier für ein Ort? Alles ist so riesig. Oh, da wird einem ja fast schwindelig. Das ist ein Bahnhof. Ein Thermometer? Mit dem Zug vorbeirast. Dieser Stein sieht ja seltsam aus. Es ist eine Bildstele aus der Halle der Schüler. Oh, woher kam denn die Stimme? Das ist ein Nemor. Die kenne ich doch. In der Halle der Schüler gibt es jeweils eine Stele für jeden Schüler, der hier ausgebildet wurde. Doch diese hier wurde vor langer Zeit von der Halle ausgespielt. Ich habe sie tief im Wald gefunden und versuche, ihr Geheimnis zu lüften. Die Verbannung durch die Halle ließ das Bild in 32 magische Tautropfen zerspringen, die sich über ganz Mauswald verteilt haben. Wer mit Felsen sprechen kann, kann die Stele selbst befragen, wie viele Tropfen fehlen. Würde jemand alle 32 Tautropfen sammeln, könnten sie sich zum Bild des ausgestoßenen Schülers formieren. Wow, das klingt spannend. Oh, es geht schon wieder weiter. Also es hat ein kleines Suchspiel nebenbei, denke ich mal. Weil mir ist aufgefallen, dass wir... Warte mal, wir gehen mal kurz zurück. Dass wir irgendwo an bestimmten Stellen Tropfen haben. Wie da. Oh. Oder hier. Noch einer. Wann haben die gesagt 32? Jetzt, da kommt, da zählen wir mit. Also zwei habe ich schon. Warte mal, Tropfen. So, eins, zwei habe ich auf jeden Fall schon mal. Fangen wir jetzt an, Tropfen zu sammeln oder machen wir nebenbei? Wir gehen mal ganz kurz schnell durch. Die Tropfen, die ich finde, die nehmen wir jetzt schnell mit. Drei. Wieder einer. Vier. Noch? Fünf. Noch so ein Tropfen. Ja, schon fünf Stück. So. Zack, 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 zack. Sechs. Wieder einer. Ich wette, ich übersehe so viel am Anfang jetzt schon. Das waren jetzt erstmal sechs. Wir nehmen erstmal nur die, die wir innen drin finden. So, sieben. Wieder einer. Acht. Noch einer. So.
ich sehe jetzt so... Sehen wir irgendwo noch einen? Ich sehe jetzt so keinen mehr. Ach, jetzt sind wir schon wieder hier. Gut, ich habe bis jetzt erstmal 8 Tropfen. Ich glaube, das reicht auch jetzt erstmal, bevor wir das ganze Spiel jetzt hier mit Tropfensucherei beginnen. Ich hätte aber, wie gesagt, den Zettel habe ich jetzt. 8 Tropfen haben wir. Von, warte mal, von 32. Jetzt schauen wir eben noch besser mit auf. Von 32. So. Und, ja, gehen wir mal zu unserem Portal-Hoshi, der uns dann, denke ich mal, weiterhält. Da, guck mal. Wieder einer. Die 9. Ich fange jetzt an, die ganze Zeit zu suchen. Das ist jetzt richtig hart. Hä? Lass mich raten, der hat noch normale Größe. Ein riesiges Riesenwohnzimmer. Wollt ihr lachen? Ich suche jetzt schon Tropfen. Naja, andererseits scheine ich Mäusegröße zu haben, seit wir angekommen sind. Wer hier wohl wohnt? Ui, hier riecht es ein wenig nach alten Socken. Ich bin jetzt gestern schon wieder am Tropfen am Suchen, ne? Ein riesiger Brocken Schokolade. Nimm mal mit. Die Alufolie habe ich auch eingesteckt. Ja, warum nicht? Was wir brauchen, haben wir, haben wir. So, Gläser. Tasse mit eine Serviette. Das nehme ich mit. Looten, was das Zeug hält. Mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Warte mal, schläft er da? Oh ne, ich hatte gerade, ich sehe den jetzt. Wow, ist das hoch? Riecht noch ganz lecker. Können wir was mitnehmen? Oh ja. Jetzt habe ich Milch. So eine Pflanze haben wir zu Hause auch. Schade. Mit den Händen kann ich den Stock nicht bewegen. Der würde sonst bis zur Uhr reichen. Hier gibt es auch einen Schlafplatz für kleine Leute. Hier... Ja. Wie können wir den jetzt auf uns aufmerksam machen, weil der schläft ja, der Wecker ist kaputt. Sieht zumindest danach aus. Kommen wir da mit dem Seilchen darüber? Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Kuckucksuhr. Gute Idee. Das hat doch mal geklappt. Jetzt sind wir zumindest schon mal drüben. Die ist ja... Wenn die klingelt, macht sie bestimmt auch einen Riesenkrach. Davon gehen wir jetzt mal aus. Was? Das Gelenk ist eingerostet. Es bewegt sich nicht. Eingerostet. Öl. Schmiermittel. Gibt's bestimmt die Silberfolie? Ist die Milch fertig? Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht. Die ist ja riebend. Der Kuckuck, die Kuckuck. Öltropfen. Riecht wie meine Modelleisenbahn. Mit bloßen Händen gehe ich da aber nicht dran. Aber wir haben doch eine Serviette. So. Die ist... Ah, ja. Sorry. So, und jetzt können wir das Ding noch einschmieren. So, jetzt flutscht es wieder.
jetzt müsste der Kuckuck wieder eine Stimme haben. Oh, da ist was aus dem Uhrwerk gefallen. Ein Stift? Naja, ist bestimmt kein wichtiges Teil. Ich lach mich kaputt, wenn der Stift ist, der das Ding hält und den hat voll auf den Schädel fällt. So, jetzt müssen wir die wieder ins Laufen kriegen, oder? Ich bin besser vorsichtig. Ich bin... Jetzt müsste der Kuckuck wieder eine Stimme haben. Sogar der ist riesig. Wie kriegen wir den ans Laufen? Oh, ho, ho. Hat das was zu bedeuten? Muss ich die Chance jetzt irgendwie nutzen? Selbst davon ist er nicht wach geworden. Gut, ich würde sagen, ob wir die Schnorchtröte wach kriegen, erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.